Hallo und herzlich willkommen zurück zu Race Room hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, wenn ich mich im Hauptmenü befinde, heißt es meistens, es ist was Neues ins Spiel gekommen. Und ja, wie schon vor einigen Wochen oder Monaten, ne, es sind eigentlich, glaube ich, nur ein paar Wochen her, kam eine neue schwedische Strecke mit ins Spiel. Und ja, wie beim letzten Mal, als wir Gelrasen Karlsroka, ich kann es immer noch nicht aussprechen, tut mir leid, mein Schwedisch ist etwas eingerostet, ja, das letzte Mal, als ich bei Ikea Schwedisch gelernt habe, ist halt ein bisschen her. Ja, nee, Spaß beiseite. Das letzte Mal haben wir einfach die Strecke einfach mal blind getestet. Ich bin noch keinen Meter darauf gefahren. Ich bin einfach mal drauf los und habe halt versucht, die Strecke ein bisschen so kennenzulernen und ein bisschen was darüber zu erzählen, was so meine Eindrücke sind. Und habe dann versucht, so gegen Ende der Folge mich so ein bisschen zu verbessern. So eine kleine Lernkurve quasi innerhalb einer Folge. Und es kam bei euch relativ gut an. Und da dachte ich, hey, das mache ich doch einfach nochmal und gucken wir uns das einfach mal an. Aber vorher, bevor wir das machen, schauen wir erstmal mal kurz im Store, was für eine neue Strecke das eigentlich ist. Also ihr könnt es natürlich schon im Titel ablesen, aber manche lesen ja keine Titel und möchten es dann lieber gezeigt bekommen und so weiter. Da haben wir die Strecke vom letzten Mal. Gelrasen Karlsroka. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Lassen wir das. Und, das sehe ich auch schon. Die neue Strecke. Und zwar Mantorp Park. Auch in Schweden. Zwei Streckenvarianten gibt es auch diesmal. Preis weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube, auch so ungefähr wie das letzte Mal. Ich glaube, so um die 3, 4 Euro, glaube ich, wird die Strecke kosten. Gehen wir mal drauf. Und da sehen wir auch schon mal die zwei Layouts. Es gibt ein Long Circuit mit 3 Kilometer und ein Short Circuit mit 2,4 Kilometer. Wir haben ein paar schöne Screenshots. Sieht alles relativ nach einer Rennstrecke aus. Ne? Und ich würde einfach sagen, ich lese einfach mal vor, was denn da so steht. Der in Zentralschweden gelegene Mantorp Park ist seit seiner Eröffnung im Jahre 1962 ein beliebter Schauplatz für diverse skandinavische Rennserien gewesen. Die kurze, kurvenreiche und intensive Strecke gilt in Fahrerkreisen als echte Achterbahn. Mehrere Kurven sind kaum einsehbar und verlangen den Fahrern in Sachen Streckenkenntnis. Und Selbstbewusstsein alles ab. Ja, selbstbewusst bin ich, aber Streckenkenntnis, die habe ich nicht. Ja, das ist interessant. Egal, mir liest weiter. Jeder Fehler führt fast unweigerlich zu einem Ausflug in die Leitplanken. Ja, gut. Also machen Sie sich erst mit der Strecke vertraut, ehe Sie Vollgas geben. Ja, das ist ja perfekt, wenn ich den Text lese, was ich heute wieder vorhabe. Nämlich, dass ich ja die Strecke blind angehen werde. Naja, kann ja nur gut werden. Hier gibt es auch wieder einen Trailer, den auch Race Room zum Release veröffentlicht hat. Ich würde sagen, wir gucken ganz kurz mal rein. Machen wir da hier eine YouTube Inception. YouTube in YouTube hier. Und gucken uns da mal ganz, ganz kurz rein. Und das sieht alles auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, und wie der Zufall so will, werden wir auch heute mit dem Audi TT fahren. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen Zufall, aber naja, was soll's. Ey, Moment. Was habe ich da gesehen? Einen Moment, da muss ich mal kurz anhalten. Nee, wo war das? War das hier? Nee, wo war das? War doch hier irgendwo. Ja, hier war es, glaube ich. Ja, nein. Wie geil ist denn das, bitte? Ja, Hashtag KeepFighting Michael oder Michael würden jetzt die Engländer aussprechen. Ja, sehr, sehr cool. Der Hashtag gilt nach wie vor. Und für mich als Ur-Michael Schumacher-Fan, ja, ich habe damals als ganz kleiner Junge noch den ersten Weltmeistertitel miterlebt und mitgefiebert. Und die Strecke macht es da für mich jetzt gleich mal so um 200% sympathischer. Ja. Selbst wenn die Strecke jetzt dann gleich der größte Abfuck ist, sie ist mir sehr sympathisch dadurch. Egal, wir gucken weiter. Aber ja, finde ich cool. So. Ja, so vom ersten Eindruck sieht sie sehr, sehr ähnlich aus wie die letzte schwedische Strecke, die wir schon hatten. Ja, ich spreche es jetzt nicht nochmal aus, weil ich es eh wieder falsch ausspreche. Oh, da hat es einen neben rausgesemmelt. Ja, ich bin mal wirklich gespannt. Okay, wir haben hier auch so Kurven mit einer leichten Senke mit drin. Also auch so verschiedene Unterschiede. Hat so ein bisschen, der Abschnitt hatte so ein bisschen was von Virginia Raceway. Sah so ein bisschen so aus. Okay. Ja, da haben wir jetzt ein Onboard. Ja, gucken wir uns mal die ersten zwei Kurven an. Ansonsten brechen wir mal ab. Wir wollen ja selber das Ganze gleich erleben. So, okay. Eine lange, sehr lange links. Und dann geht's in eine lange rechts. Okay. Ja, es hat, blinde Kurven wurden auch angesagt. Naja, gut. Ich brech's mal ab. Ich verlinke euch einfach
den Trailer hier in der Videobeschreibung, wer den mal komplett sehen möchte. Falls ich es vergessen sollte, einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich die Verlinkung noch dazu, weil manchmal vergesse ich so Verlinkungssachen. Egal, wir schreiten voran. Ich gehe mal auf Training und da müssen wir erst alles einrichten. Da sind wir nämlich noch hier mit dem M6 auf der Nordschleife, da waren wir das letzte Mal unterwegs. So, wir nehmen den Audi TT Cup von 2016 und wir nehmen, nehmen einfach den hier, ist scheißegal. Und dann suchen wir mal die neue Strecke, das ist die hier und da ist sie ja. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir auch den Long Circuit, das wir auch sehen. KI können wir mal ein paar da wieder dazu nehmen, ist ja gar nicht schlecht, so als kleine Referenz. Nehmen wir aber mal nicht so viele mit und ja, Schaden und so weiter. Lassen wir alles mal aus, weil ja, ich ja nicht weiß, wie die Strecke so sich verhält und funktioniert und so weiter. Und wenn ich dann wirklich da öfters in die Leitplanke knall, dann ist es mit Schaden vielleicht nicht ganz so geil. Ja, genauso auch Reihenverschleiß. Gut, wäre jetzt nicht ganz so wild, aber Spritverbrauch zum Beispiel nicht, dass ich hier gleich zu wenig Sprit mitnehme. Wobei der Audi TT, glaube ich, vom Verbrauch her jetzt human ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, so. Ja, Setup-technisch werden wir nichts tun, weil, ja gut, viel kann man eh nicht tun. Gut, Traktionskontrolleinstellungen können wir ein bisschen machen. Ich pass mal auf, ich mache mal eine etwas niedrigere Traktionskontrolleinstellung. Dann machen wir mal 10% und dann machen wir hier diese 25, die es gerade gab und 35, die es gab und die 45. Normalerweise brauche ich es nicht, aber ich mache es einfach mal. So, bis 75%, das ist ja echt übel, ey. Naja, egal. Genau, so machen wir das jetzt einfach mal und dann fahren wir einfach mal. Normalerweise müsste ich, ja, genau, 1. Also ich habe jetzt mal eine ganz leichte Traktionskontrolle drin. Beim Audi TT muss man ja auch wirklich sagen, ist, finde ich, ein super, super Einstiegsfahrzeug. Super Einsteigerklasse zum Fahren oder Strecken lernen. Mal gucken, ob das jetzt auch so ist. So, hier ist ja diese lange links. Denn das Fahrzeug kommt halt erstens mal mit Frontantrieb. Das heißt schon mal, man hat eigentlich, ich lasse den lieber mal vorbei. Vielleicht können wir dem so ein bisschen hinterherfahren. Ist auch nicht schlecht. Ne, das Fahrzeug kommt halt, wie ihr gerade schon gemerkt habt, mit Fahrhilfen daher. Also wir haben ABS, wir haben Traktionskontrolle, die man hier stufentechnisch einstellen kann, wie ihr gerade gesehen habt. Wir können, wir haben hier im Frontantrieb, das heißt, das Fahrzeug liegt dann eigentlich immer sehr stabil. Ist es super ausgewogen zu fahren, macht super viel Spaß vor allem auch zu fahren. Deswegen finde ich das eigentlich ein super, super Einstiegsfahrzeug, was man hier in Race Room hat. Und es wäre auch tatsächlich meine erste Wahl gewesen, schon bei Gelleraasen Karlskoga. Jetzt habe ich es doch wieder gesagt, der Name, und ich kann es doch nicht aussprechen. Ist egal. Also bis jetzt ist die Strecke sehr intuitiv, muss ich sagen. Aber gut, es hilft jetzt auch der KI da hinterher zu fahren. Nee, hätte ich auch gerne den Audi TT genommen, aber dann habe ich halt gesehen, dass dort im Trailer die WTCC-Fahrzeuge gefahren sind. Dann habe ich dort halt den WTC genommen. Aber jetzt passt ja, und hier im Trailer haben sie sogar auch den Audi TT genommen. Dann nehme ich den doch jetzt auch. So, ist eine harte Bremsung. Ja, also bis jetzt ohne Abflug. Naja gut, ich bin jetzt auch nicht am Limit gefahren, das muss man ja mal dazu sagen. Aber die Strecke finde ich doch eigentlich sehr intuitiv. Also ich muss sagen, die Beschreibung, die ich jetzt gerade gelesen habe, würde meiner Meinung nach eher auf die letzte Strecke, die wir hier hatten, zupassen. Als auf die, weil ich finde jetzt eigentlich ganz okay. Gut, vielleicht jetzt, wenn ich mich so langsam ans Limit dran wage, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. So, die Stelle ist ein bisschen tricky. Haben wir ja gesehen im Trailer, da hat sie einen gleich mal gegen den einen Reifenstapel da rechts dran geklatscht. Ja, wir haben Push to Pass, das werde ich allerdings nicht nutzen. Ja, da haben wir ja auch dieses Lämpchen da, wo dann angeht, wenn man es nutzen würde. Aber ja, erstmal die Strecken kennenlernen. Da können wir immer noch am Ende, wenn ich hier versuche, ein bisschen mehr ans Limit zu gehen. Oh, guck mal, da haben wir schon mal eine lila Zeit. Wobei, gut, die KI ist jetzt groß noch keine Zeit gefahren. So, kann man hier voll durch eigentlich, so wenn ich in die Senke reingehe? Ja, nicht ganz. Okay, damit ist die Zeit dann dahin. Aber ich wollte sie auch mal probieren hier. Jetzt muss ich erstmal hier wieder zurückkommen. Die Strecke. Lassen wir den dann noch durchfahren. So. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich hier gerade vorhabe und das beim letzten Mal nicht gesehen haben. Ich bin die Strecke zuvor jetzt noch nicht gefahren. Ja, also ich fahre die jetzt zum ersten Mal quasi blind und nehme euch da einfach mit in meine ersten Meter auf dieser neuen Strecke. Und ich finde eigentlich, wenn das euch wirklich gefällt, also wie gesagt, letztes Mal kam es eigentlich ganz gut an.
Und wenn es euch diesmal eigentlich auch ganz gut gefällt, wie ich versuche hier mich so langsam an so eine Strecke ranzuwagen. Ich habe das ja schon mal gemacht mit Sandford, weil ich Sandford ja auch nie gefahren bin. Das war schon ein etwas älteres Video, findet ihr aber auch hier in der Race Room Playlist. Bin ich das mit einem Formel-Fahrzeug gefahren, ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt habe ich den Faden verloren, tut mir leid. Oh ja, also viele Sachen auf einmal. Wenn es euch gefällt, dann würde ich das in Zukunft gerne, vor allem jetzt hier in Race Room, gerne des Öfteren mal machen, dass ich einfach, wenn eine neue Strecke dazukommt, dass ich die einfach mal so ein bisschen blind angehe. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Also schreibt es einfach mal, am besten, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder ihr sagt, nee, wir würden das schon ganz gern auch sehen, wenn du ein bisschen eingefahren bist und so weiter, weil das keinen Mehrwert für euch hat. Wobei, das letzte Mal, muss ich ja auch sagen, gegen Ende war ich ja richtig fix dann unterwegs. Und gerade weil diese Strecke hier auch relativ kurz ist und ich finde eigentlich sogar relativ easy zu merken. Ich lupfe jetzt hier mal ein bisschen. Ah, ja, da ist ein bisschen kritisch. Also okay, also das ist eine kritische Stelle, zweiter Abflug in Folge. Aber ich denke, wenn ich das noch hinkriege, wenn ich weiß, wie ich hier zu fahren habe, dann ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Na, wie gesagt, also gegen Ende bin ich jetzt mal zuversichtlich, dass wir auch hier auf dieser kurzen Strecke auch relativ gut am Limit fahren können. Und wie gesagt, ich fand selber das letzte Mal, als ich auch das Video dann bearbeitet habe, also geschnitten habe und dann selber nochmal angeschaut habe, fand ich selber sehr, sehr lustig und amüsant, wie ich am Anfang echt so total kacke gefahren bin, weil ich einfach die Strecke nicht kannte. Und dann aber so diese Lernkurve, die dann entstanden ist, das fand ich eigentlich ganz cool das letzte Mal. Und jetzt, ja, versuche ich das einfach hier auch mal hinzulegen. Also, vielleicht jetzt auch mal ein paar Eindrücke zur Strecke. Sie ist, sie hat auch leichte Höhen und Tiefen mit drin, nicht so ganz extrem wie in Gelle-Rasen. Ich nenne es einfach Gelle-Rasen oder Rasen oder wie soll ich es nennen, die letzte schwedische Strecke. Ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, ich spreche es falsch aus und es tut mir leid an alle Schweden da draußen. Finde ich, also es sind auch leichte Höhenunterschiede drin, nicht ganz so krass. Sie ist ein bisschen schneller, ist auch ein bisschen größer die Strecke. Trotzdem mit den 3 Kilometer jetzt bei weitem nicht eine mega, mega lange Strecke. Erinnert mich so ein bisschen an so eine kleine amerikanische Strecke. So ein bisschen so Lime Rock Park gemixt mit Virginia Raceway. So kommt es mir so ein bisschen vor, die Strecke. Gefällt mir aber tatsächlich vom Layout sehr, sehr gut. Ich finde jetzt auch so, wenn man die Beschreibung hernimmt, jetzt gar nicht so zutreffend, also dass man jetzt in die Leitplanke knallt oder sowas. Also jetzt, wenn man freie Fahrt hat, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil die Leitplanken sind eigentlich in der Regel hier gut weit weg. Gut, wir setzen jetzt mal erstmal die erste gezeigte Runde. Ja, also im Mittelfeld ist okay. Aber sonst vom Layout gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Ja, ein paar blinde Kurven sind schon drin. Und ich denke, klar, Streckenkenntnis, da könnte man schon dann die nötigen Zehntelchen rauspressen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber sonst so vom Feeling her gefällt es mir sehr gut. Bodenwellen hat man kaum auf der Strecke. Also sie ist relativ, finde ich, sehr, ja, sanft zu fahren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie mit einem kleinen Heckantriebler auch sehr viel Spaß macht. Natürlich etwas anders zu fahren, oder ist anders zu fahren als mit dem Audi hier. Aber gefällt mir doch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Na, da bin ich jetzt nicht ganz so sauber rum. Aber ich muss sagen, doch, gefällt mir schon ganz gut die Strecke. Hier, der Abschnitt ist jetzt hier so der kritische. Ja, da muss ich ein bisschen später einlenken. Und dafür ein bisschen konsequenter. Und das Problem ist halt beim Frontantrieb. Ihr seht, ich mache schon erneut den Abflug. Beim Frontantrieb ist halt das Problem, dass wenn man eine schnelle Kurve fährt, kann es halt passieren, dass das Heck dann irgendwann leicht wird. Das heißt, diese Aerodynamik, die man hinten hat, halt dann irgendwann nicht mehr greift. Wir haben ja einen ganz kleinen, minimalen Flügel, haben wir ja bei dem Fahrzeug. Wenn der halt irgendwann nicht mehr greift, dann kann es halt passieren, dass das Heck einen versucht zu überholen. Und das ist halt schwierig beim Frontantrieb, es einzufangen. Gerade hier haben wir 2 so Kurven. Hier die erste Kurve ist so eine, wo das passieren kann. Wobei ich es hier eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gehandelt bekomme. Nur jetzt eben bei dieser einen Linkskurve ist das Problem, dass am Ausgang dann eine harte Bremsung kommt und dann diese Enge rechts. Und da, ja, habt ihr jetzt schon gesehen, bin ich jetzt mehrfach abgeflogen. Da muss ich jetzt echt mal noch gucken, wie ich das hier so hinbekomme. Hier ist auch gar nicht so einfach. Ja, also es ist, würde ich fast schon sagen, die Strecke ist easy to learn, hard to master. Das trifft hier wieder
perfekt zu. Da kann man wieder perfekt hier eins ins Phrasenschwein werfen mit dem Satz. Aber trifft hier ganz gut zu. Also ich finde es deutlich einfacher, die Strecke tatsächlich so diese Kurven kennenzulernen. Also ich fliege bei weitem weniger ab, wie ich das noch bei Gelerasen getan habe. Aber wie gesagt, am Limit hier zu fahren, das ist hier... dann doch schwerer, so wie es ausschaut. Oh, hier ein bisschen Wheelspin. Und hier haben wir halt eine ganz enge Kurve. Gefällt mir aber sehr gut zu fahren und fährt sich auch ganz gut mit dem TT. Kann man auch sehr früh aufs Gas, ohne dass der Wheelspin entsteht. Ja, da haben wir sogar eine neue Bestzeit schon mal gesetzt. Aber da liegt natürlich noch viel mehr Zeit drin. Da wollen wir nicht drüber reden. So, das ist hier so eine, ja, eine ganz lange rechts, könnte man schon fast sagen, eine Doppelrechts, so wie sie gefahren wird. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Also hier ist so, glaube ich, so die unebenste Stelle, also zumindest mal was so Bodenwellen und so betrifft, auf diese Schikane zu. Da muss man das Fahrzeug schön gut positionieren, damit man den Schwung hier auf diese extrem lange Gerade mitnehmen kann. Es sieht auch so ein bisschen aus, diese Gerade wie so ein Trackstrip, ne? So ein bisschen schön breit und eine Spur in der Mitte und so. Es sieht so echt so ein bisschen aus wie so ein Trackstrip. Da werden vielleicht auch tatsächlich Viertelmeile-Rennen oder sowas veranstaltet. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir zumindest mal gut vorstellen. So, und jetzt hier, die Stelle ist echt ein bisschen knackig. Bisschen später einlenken, leichte Gasstöße und sanft auf der Bremse. Hier den Curb da innen nicht zu hart attackieren, weil dann hebelt es das Fahrzeug aus. Man darf hier nie vergessen, die antreibende Achse sind halt, ist halt vorne. Ja? Und wenn wir die dann durch den Curb ein bisschen aushebeln, dann ist es natürlich nicht so geil. Deswegen müssen wir schon gucken, dass die da vorne immer schön Grip haben und immer am besten beide Reifen auf dem Asphalt. Aber das dürfte eine neue Bestzeit werden, oder? Ja, ein Zehntel nochmal besser. Aber meiner Meinung nach liegt da noch doch viel, viel mehr Zeit drin. Hier ein bisschen aufpassen, dass nicht so viel Untersteuern entsteht. Ich glaube, im ersten Sektor lasse ich auch viel Zeit liegen. Ja, ein bisschen aufpassen. Hier vielleicht nicht so hart an den ersten Curb hier ran. Und jetzt hier ganz entspannt anbremsen. Zweiter Gang und aufs Gas. Also ich muss sagen, ja, im Vergleich zum letzten Mal stelle ich mich hier doch deutlich einfacher an. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mit dem Audi TT auch schon ein bisschen mehr Erfahrung habe. Das letzte Mal, als ich ja mit dem WTCC-Fahrzeug, mit dem Citroën gefahren bin, mit dem bin ich ja erst einmal wirklich zuvor gefahren und das ist schon eine Weile her gewesen. Den hier, den bin ich schon des Öfteren gefahren auf den verschiedensten Strecken, deswegen habe ich ja schon mal den Vorteil, dass ich das Fahrzeug kenne. Und ja, und die Strecke aber allgemein, wie ich finde, ist sehr einfach. Also so vom Layout her kann man sich das gut merken. Deswegen ist es vielleicht diesmal kein so krasses Desaster wie beim letzten Mal. Macht aber trotzdem mega Laune. Ich hoffe, ihr habt genauso den Spaß. Aber ja, vielleicht mal ein bisschen mehr jetzt zur Strecke oder was meine Eindrücke so sind zu den einzelnen Abschnitten. Also erste Kurve ist halt eine sehr, sehr schnelle Linkskurve. Und da ist halt die Gefahr beim Frontantrieb, wie schon gesagt, dass halt das Heck leicht wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu sehr einlenkt. Eher die Kurve ein bisschen spitz anfährt. Denn diese, ich nenne es jetzt mal Doppelrechtskurve, da ist es wichtig, einen guten Einlenkpunkt zu erwischen und dann mit gezielten Gasstößen da rumzukommen. Einen Schwung schön mitnehmen. Hier, wie schon gesagt, sind, finde ich, die Bodenwellen oder ist da so eine fiese Senke besser drin. Da wird das Fahrzeug dann extrem unruhig auf der Bremse, deswegen eher ein bisschen früher bremsen. Zumindest habe ich so das Gefühl, dann kommt man auf jeden Fall sicherer durch. Ja, zu dieser langen Geraden muss man, glaube ich, nichts sagen. Das ist einfach nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Können wir nachher mal vielleicht mit Push-to-Pass probieren. Und hier so kurz nach dem 100-Meter-Schild. Ich versuche hier so ein bisschen spitz in den Scheitelpunkt rein. Die Kurve ist auch leicht gesenkt, macht auch leicht auf, was natürlich zulässt, dass man sehr früh aufs Gas kann. Ja, und dann kommt eigentlich der schwierigste Abschnitt meiner Meinung nach. Hier diese schnelle Links, die so eine leichte Senke hat, die natürlich verleitet reinzufahren. Und dann aber hält diese harte Bremsung in diesen langsamen Abschnitt, in diese Rechtskurve, die auch hier mega aufmacht. Die auch sehr dazu verleitet, früh ans Gas zu gehen. Aber muss natürlich ein bisschen aufpassen, nicht zu viel Gas zu geben, weil sonst kann es passieren, dass man natürlich halt einen Wheelspin hat. Und das ist halt natürlich beim Frontantrieb, ja, oder
erzeugt dann natürlich halt keinen Vortrieb und das wäre natürlich nicht so geil. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier... Ja, das ist ein bisschen... Jetzt bin ich ein bisschen zu sehr oder zu nah an den Körper ran. Ich glaube nämlich, der innere Körper ist da eher nicht so zu empfehlen. So. Ich würde ganz gerne mal in der Zwischenzeit im ersten Sektor mal eine grüne Zeit haben. Wenn ich das nämlich schaffen würde, dann würde ich nämlich tatsächlich mal Push-to-Pass versuchen. Aber wenn wir hier schon mit 1, 2, 3 oder noch mehr Zehntel Rückstand in die Runde reingehen, dann macht es ja eigentlich nicht Sinn, da das Push-to-Pass zu verballern. Wobei wir haben noch mehr als genug. Also ich glaube, so viele Runden werde ich nicht mehr fahren. Gerade auf dieser langen Geraden würde das, glaube ich, schon mal Sinn machen, das zu nutzen. Und jetzt rutsche ich neben raus. Habe aber tatsächlich eine grüne Sektorzeit nochmal geschafft. Ja, probieren wir das einfach mal nächste Runde einfach. Push to Pass vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Ich weiß auch gar nicht, das bin ich überfragt, vielleicht weiß es der ein oder andere von euch, ob die KI tatsächlich in so Trainingssessions auch Push to Pass nutzt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe da jetzt auch gar nicht so drauf geachtet im Rückspiegel, wenn einer hinter uns ist. Wobei, war überhaupt einer hinter uns? Wären wir auf der Gerade, waren, ich weiß es gar nicht. Wir haben eh kaum Verkehr, die dümpeln alle irgendwo anders rum. Na, jetzt gucken wir einfach mal. Ich versuche jetzt einfach mal hier ganz gut reinzufahren. Das war jetzt zu schnell, ist genau das, was jetzt passieren kann. Ich bin zu schnell rein, zu stark dafür eingelenkt. Und dann wäre das Heck leicht und dann ist es natürlich so eine Sache. Das wird jetzt bestimmt 4, 5 Zehntel gekostet haben. Schätze ich mal. Gucken wir aber mal. Oh, nicht mal, nur ein Zehntel. 2 Zehntel vielleicht. So, jetzt setzen wir mal Push to Pass ein. Normalerweise müsste man jetzt hier ein Licht sehen. Ja, da ist so ein Licht. Bei der 5 sieht man es. Jetzt ist es ausgegangen, weil Push to Pass fertig ist. Ups. Nein, hier, die Sicht. So, jetzt bin ich aber zu spät auf der Bremse. Oh, wir haben ja natürlich jetzt deutlich mehr Geschwindigkeit. Autsch. Das tat weh. Ja, gut, ne? Diesmal ist die Lernkurve eher abfallend. Ich werde immer schlechter nach gegen Ende. Ja, aber was man auch hier so schön nochmal sieht, ist, dass die Kurve hier diese 180 Grad aufmacht. Also am Scheidepunkt macht sie eher auf. Das ist eigentlich auch sehr, sehr cool. Und das macht natürlich mit dem Frontantrieb, macht es dann natürlich auch Sinn, den Scheidepunkt ein bisschen spitzer anzufahren. Hat natürlich auch einen Vorteil allgemein beim frontangetriebenen Fahrzeug, wenn man den Scheidepunkt ein bisschen spitz anfährt, also nicht so weit von außen anholt, dass man halt eben genau das Problem nicht so hat, dass das Heck leicht wird, weil man ja eher spitz drauf zufährt. Und dann ist es ja nicht so schlimm, wenn das Heck da quasi gegen die Front drückt. Wenn man aber halt eine Kurve fährt, dann ist es halt eher nicht so cool, wenn der Heckbereich kommt. Deswegen vielleicht sollte ich mal hier auch versuchen, eher das Ganze ein bisschen spitz anzufahren. Weil, nee, dann nehme ich den Schwung raus. Hier ist es schwierig. Also die erste Kurve ist schwierig, wobei ich die am Anfang gar nicht so schlecht gefahren bin, meiner Meinung nach. Diese rechts, die gefällt mir noch nicht, wie ich sie fahre. Würde mich ganz gerne interessieren, wie ich so gegen die KI abschneide, ehrlich gesagt. Hier muss ich, glaube ich, ein bisschen langsamer noch am Scheidepunkt sein. Damit ich ein bisschen mehr Schwung tatsächlich auf die Gerade mit rausnehmen kann. Das Problem ist, ich komme zu schnell da im letzten Abschnitt dieser Schikane an. Und dadurch muss ich nochmal so stark abbremsen und das fehlt mir dann alles beim Rausbeschleunigen auf die lange Gerade. Okay, hier kann ich eigentlich im dritten Gang bleiben. Das war jetzt eher nicht so cool. So, hier wieder ein bisschen aufpassen. Hier ein bisschen leicht Halbgas, bisschen Gasstöße. Hier den weiten Bogen nutzen, den man hier zur Verfügung hat. So. Jetzt gucken wir nochmal. Boah, 7 Zehntel haben wir da liegen lassen. Krasser Scheiß. Mittelsektor besser gewesen, aber dann halt in der Summe. Na, da bin ich jetzt. Obwohl, ja, so schlecht war es, glaube ich, gar nicht. Ja, trotzdem 2 Zehntel lang. Ja, also ich. Total kapiere ich das gar nicht so.
So, und jetzt probiere ich mal hier so ein bisschen langsamer am Scheitelpunkt zu sein. Und dann hier früher aufs Gas, push to pass an und dann Feuer frei. Und dann könnte, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir vielleicht zur zweiten Zeitmessung jetzt dann gleich im Scheitelpunkt mehr oder weniger der nächsten Kurve kommt, eine grüne Zeit haben. Wenn ich mich jetzt hier nicht komplett verbremse. Ja, ein bisschen besser hätte ich da jetzt reinfahren können, aber guck mal, was das ausgemacht hat. Einmal Push to Pass, plus dann auch noch hier richtig raus beschleunigt. Das macht schon so viel aus. Das ist genau das, was halt da eben mit gemeint ist, mit Streckenkenntnis auch. Streckenkenntnis kann halt natürlich so viel ausmachen, weil man solche Punkten, solche Details halt dann einfach kennt. Aber ja, ihr seht ja auch, ich fahre jetzt hier knapp eine halbe Stunde und ich lerne halt dann auch mit jeder Runde, lerne ich halt weitere Tipps und Kniffe hier kennen auf der Strecke. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. In der Summe wird es natürlich nicht reichen, aber schlecht war es auf jeden Fall nicht. Ja, und da rutscht man wieder. Ich weiß nicht, ob ich die hier ein bisschen enger fahren soll, also ran an den inneren Curb, oder weiter außen fahren soll. Ja, habe ich noch nicht so... Ja, ein bisschen... Generell hier immer 2 Zehntel zu langsam, habe ich das Gefühl. So. Probieren wir nochmal die Bremsung da vorne nochmal ein bisschen besser. Und dann im dritten Sektor, da muss ich auch nochmal ein bisschen mehr riskieren, glaube ich. Aber halt nicht zu viel. Ja, das ist halt so eine Sache. Bremspunkt, wie gesagt, setze ich hier kurz nach dem 100-Meter-Schild. Könnte sogar noch ein bisschen später. Also so eher bei 75 Meter. Hier ist es gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, ich kann da ein bisschen schneller rum noch. Ich glaube, ich gehe da noch zu zart in diese Rechtskurve rein. Einfach aus Angst, ich werfe das Auto weg. Und das ist schon mal eigentlich der falsche Weg. Ja, und hier hätte ich auch ein bisschen mit mehr Schwung mitnehmen können. Also perfekt, es ist noch weit nicht. Da liegt noch viel, viel, viel Zeit begraben auf der Strecke. Jetzt kommen wir ein bisschen zu weit raus hier. Kostet dann natürlich in der Summe auch wieder Zeit. Ja, so optimal auch wieder nicht rausbeschleunigt, aber es ist auf jeden Fall schon besser. Also es ist gut, wenn man am Ausgang dieser Schikane ja etwas langsamer ist, damit man halt auf diese lange Gerade viel besser Schwung holen kann. Weil es macht dann doch schon zu, meiner Meinung nach. So, jetzt habe ich mal bei 75 Meter gebremst. Das geht ganz gut, wie ich finde. Naja, durch das Push-to-Pass gewinnen wir natürlich im zweiten Sektor hier regelmäßig an Zeit. So, jetzt habe ich mal hier ein bisschen mehr Gas mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich mehr stempeln soll, tatsächlich. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich könnte es mal probieren, weil ich gehe schon sehr sachte mit dem Gas um. Ich glaube, das kostet aber in der Summe eher Zeit. Das ist zwar reifenschonender, aber ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr aufs Gas stempel, dann geht es ein bisschen auch besser voran. Ich probiere das mal aus, jetzt ein bisschen mehr das Material ranzunehmen. Es scheint auf jeden Fall nicht unbedingt der falsche Weg zu sein. Ich probiere es einfach mal. Ich kann ja mal Traktionskontrolle mal ein Tickchen erhöhen. Also auf das, was eigentlich standardmäßig ist bei dem Fahrzeug. Und dann einfach ein bisschen mehr stempeln. So richtiges Untersteuern habe ich nämlich dadurch nicht. Es quietscht nur an allen Ecken und Kanten. Und es sieht jetzt von der Zwischenzeit schon mal gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich das tue. Einfach mal Vollgas geben, wie so ein Irrer.
Na, vielleicht bin ich wirklich zu sachte mit den Reifen umgegangen. Ja, guck mal, gleich mal 8 Zehntel hier gefunden. Ist ja eine heftige Scheiße und das war jetzt zu schnell hier rein. Aber, okay, also das wusste ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt sehr sachte quasi mit dem Material umgegangen. Habe jetzt aber dann so das Gefühl bekommen, wie ich es gerade erwähnt habe, dass ich, wenn ich ein bisschen mehr stempel, es quietscht zwar mehr und es vibriert ein bisschen mehr an meinem Lenkrad durchs Force Feedback, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht beschleunige, also dass quasi die Traktionskontrolle mich runterregelt oder dass ich zu viel Wheelspin hätte. Und dadurch ist es, jetzt habe ich den Push-to-Pass vergessen, aber dadurch kann man anscheinend diesen TT Cup doch mehr am Material bewegen. Dadurch liegt dann doch nochmal deutlich mehr Zeit hier auf der Strecke. Was ja natürlich gerade auf so einer engen Strecke, wo man dann halt doch viele Phasen hat, wo man sehr stark rausbeschleunigen muss. Ja, also von dem her nicht schlecht. So, hier nochmal die Stelle. Die finde ich so echt am kritischsten, aber auch irgendwie geil. Gerade mit dieser Senke, diese schnelle Links. So, hier ist halt jetzt hier einfach Vollgas durch. Ja, das Fahrzeug ist halt schon gut abgestimmt. Die Traktionskontrolle regelt ja den Rest eigentlich weg, wenn es zum extremen Wheelspin kommt. Also von dem her soll das passen. Wir können jetzt mal Just for Fun, mache ich jetzt mal die höchste Einstellung, weil da ist ja nur noch Traktionskontrolle. 75% oder was es war. Der Gangwechsel war jetzt blöd. Ja, hier hört man es deutlich oder merkt man es deutlich, dass die Traktionskontrolle hier alles wegregelt. Also damit ist man nicht wirklich schnell. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, da sind wir gleich mal. Gut, die 4 Zehntel habe ich jetzt auch vielleicht verloren durch den unnötigen Gangwechsel. Aber das, die Runde, falls ich fahre, ich jetzt mal fertig mit der höchsten Traktionskontrolle-Einstellung. Also, das sieht man eigentlich, oder spürt man auch, dass ja, Traktionskontrolle nicht immer von Vorteil ist. Einfach ein bisschen mit dem Gaspedal spielen, selber da das Limit rausfinden, macht, glaube ich, da mehr Sinn. Ja, mir hört es auch. Also, ich weiß nicht, ob ihr hört, weil ich mache den Sound ja ein bisschen leiser, aber... Ja, ist natürlich deutlich einfacher zu fahren, weil da gar nichts mehr rumrutscht mit so einer hohen Traktionskontrolleinstellung, aber man lässt halt in der Summe halt schon gut Zeit liegen. Also es geht, aber es ist... Jetzt hier nochmal zum ersten Sektor, weil ich den ja gerade vorher verkackt habe, aber ja, da fehlt der komplette Vortrieb. Also so eine leichte Traktionskontrolle finde ich nicht schlecht bei dem Fahrzeug. Aber ja, das bremst schon aus, obwohl wir nicht drüber reden. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle lasse ich es. Ich habe euch jetzt keine stille Runde gegeben, leider. Habe ich jetzt voll verplant. Das gibt es dann halt das nächste Mal wieder. Aber ich habe ja den TT Cup... Sind wir denn schon ein- oder zweimal gefahren? Ich weiß es gar nicht. Einmal sind wir auf jeden Fall gefahren und da habe ich euch den Sound auf jeden Fall auch gegeben. Ansonsten, wenn ihr mal Bock drauf habt auf einen Audi TT Cup, mal im Multiplayer, da habe ich, nämlich mal Bock drauf, den im Multiplayer mal ein bisschen auszuchecken. Dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann fahren wir den ein bisschen und dann kann ich da auch vielleicht irgendwie eine stille Runde oder sowas mit einplanen oder sowas. Mal gucken. Ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck von dieser Strecke bekommen. Mir gefällt sie, wie gesagt, sehr, sehr gut. Gerade für die etwas kleineren Fahrzeuge, wie so für ein Audi TT Cup, macht es auf jeden Fall Sinn. Oder auch für die WTTC-Fahrzeuge ist es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Strecke. Oder für so kleine Formelfahrzeuge bestimmt auch nicht so schlecht. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Park hier im Kies und bin raus. Ich würde sagen, ciao!